Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. So, das könnte man natürlich einfach hier immer abbauen und wieder hinsetzen. Das ist eine relativ zuverlässige Methode, weil so wird alles sofort zu... gut, Sapling sollte man erstmal wegpacken. Zu Sapling. Allerdings dauert das Abbauen sollte relativ ewig. Deswegen bin ich persönlich für diese Methode hier. Oh, okay, es geht doch relativ schnell bergab. Gut. Ich überlege gerade. Warte mal ganz kurz. Warte. Oh, jetzt habe ich aber. Also, jetzt ist aber vorbei. Jetzt ist aber. Holy Guacamole. Jetzt ist aber hier richtig. Jawohl. Oh, kommen noch Pipes hier. Was denn los? Egal, brauchen wir auch gar nicht. Alles, was wir brauchen, sind zwei Kisten. Und wir brauchen ein. Das hier brauchen wir was. Genau, Deployer. Das war der Blöcke platzieren kann, ne? So, jetzt kommt es nämlich hart auf hart. So, mein Schwert packe ich erstmal hier in die Reparaturkiste. Wir brauchen noch ein anderes Schwert. Wir nehmen einfach mal das Schwert. Jetzt kommt's, Leute. Ich habe die Idee des Jahrhunderts. Da kommt Gras hin. Da kommt der hin. Ja, wobei, warte mal kurz. Nee. Okay, so einfach, wie ich mir es vorgestellt habe, geht es, glaube ich, nicht. Aber kurz, wir brauchen noch ein bisschen Mesezeug. Ich muss mich mal ganz kurz probieren. Haben wir noch eine Blinky Plant? Wir haben keine Blinky Plant mehr? What the fuck? Gut, dann müssen wir jetzt mal was bauen hier. Echt keine Blinky Plant mehr. Oh. Gibt's doch ja auch nicht. Blinky Plant, ich komme. Ach, Siblings. Egal, haben wir. Danke. Achso, nee, wir brauchen ja. Die ist ja relativ langsam. Mesefragment. So was haben wir doch locker. Ja. So. Angenommen, pack dich jetzt dahin. Ach ja, stimmt ja. Für Gras brauche ich ja nicht mal ein Werkzeug. Weil man selber als Person ja auch kein Werkzeug dafür braucht. Es ist halt so praktisch, dass der halt wirklich immer instant abbauen kann, ne? Jetzt die Frage, wenn ich hier Splitter reinmache. Oh, Leute. Okay, das funktioniert schon mal. Auch wenn ich hier wahrscheinlich wieder mit diesem Not Gate arbeiten sollte, damit die wieder so versetzt arbeiten. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Also brauchen wir auf jeden Fall noch ein Not Gate. Dann brauchen wir noch. Oh, Mann. Lass mich mal kurz überlegen. Wir brauchen noch ein Not Gate. Dann brauchen wir irgendwie eine Art Behälter. Wir brauchen vor allen Dingen noch einen Injektor. Ah, haben wir noch. Sehr gut, sehr gut. Oh Leute, das ist ja. Holy Guacamole. Gut, wir bräuchten vor allem auch noch eine Vakuumtube. Haben wir auch noch. Alter, warum haben wir alles? Das ist doch creepy. Ist creepy as fuck, boy. Machen wir. Ja doch, zwei ist gut. So. Jetzt folgendes. Wir haben. Ach nee, eigentlich ist das hier blöd, ja. Mach das mal.
Macht mehr Sinn, wenn wir die Vakuumtube hier an der Stelle hinsetzen. Ach, jetzt feuert er den direkt. Sollte aber nicht schlimm sein, weil das ist, glaube ich, bloß ein Ausgang. Hier dürfte nichts reingehen. Wir versuchen es mal so. So, jetzt brauchen wir noch eine Kiste. Ich überlege gerade, Moment mal, wie brauchen wir es am besten? Also meine Idee ist, hier kommt alles rein, was er abbaut. Direkt danach bräuchten wir dann eine Sorting Pipe. Und jetzt ist die Idee so. Genau. Wenn er Saplings abbaut, geht das nach blau. Und wenn er Blätter abbaut, fucking Biene hier, ey, geht das zu ihm. Ach, verdammt, das ist... Ja gut, okay. Also das geht so nicht. Das heißt, da müssen wir dieses Sort-Ding hier doch einfach mal raufklatschen und dann halt den Radius ein bisschen größer einstellen. So, easy. Genau. So. Und schwarz soll es sein, weil es Blätter ist. Jetzt müsste rein theopraktisch... Ja, eben, wir brauchen ja gar keinen Injektor, weil eben hier kommen ja bloß die Saplings rein und die sollen dann ja auch drinnen bleiben. Da soll er gar nicht mehr rauskommen. Das heißt, wir können doch direkt da die Blicky Plant lassen. So. Und jetzt. Oh, scheiße. Oh, es klappt, Leute. Okay, das heißt, wir können hier einfach die ganzen Stack reinmachen. Es ist so krass, es funktioniert halt wirklich. Oh mein Gott, was haben wir getan? Und hier fühlt sich jetzt langsam und sicher und was auch immer. Saplings rein. Ich hoffe, da kommt halt mal Saplings. Wir haben doch letztens gesehen, dass wenn die Dinger Keys abbauen, ab und zu auch Flint kommt. Also müsste doch auch, wenn er Blätter abbaut, ab und zu Saplings kommen. Aber da kommt genau gar nichts. Ich versuche mal dort das Schwert reinzupacken. Vielleicht baut er einfach mit der Hand keine Saplings ab. Warum baut er keine Saplings ab? Das verstehe ich jetzt nicht. Eigentlich müsste doch daraus mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch Saplings werden. Macht ja gar keinen Sinn. Warte kurz, wenn ich mit der Hand die Dinge abbaue, dann bekomme ich doch auch. Dann bekomme ich doch auch Saplings daraus, oder? Ja, da ist ein Sapling. Muss ich da vielleicht meine Hand reinpacken? Okay, das klingt sehr schmerzhaft. Von vorne sieht das Ding aus wie diese Zahnräder, die so ineinander, diese Schredder-Dinger, wo du ganz viele Zahnräder hast, die ineinander greifen und dann Sachen einfach auffressen.
So ein bisschen sieht es danach aus. Und das mit der Hand da reinhalten klang dann doch auf einmal sehr schmerzhaft. So, die Frage ist, warum baut er keine Saplings ab? Er ist ein. Er ist. Warum baut er bei Kies Flint ab, aber bei Blättern keine Saplings? Ich meine, ich könnte mit einer Schere probieren. Aber wie gesagt, eine Schere, da hast du eher das Gegenteil. Wenn du eine Schere benutzt, hast du nur noch Blätter. Glaube ich. Wir haben leider gerade keine Schere da. Das heißt, ich muss mal kurz eine bauen. Haben wir hier Schmiedeeisen? Ja. Wie schreibt man Schere? Schere ist ja Scissor. Aber wie schreibt man das? Ich habe absolut keinen Plan. Mein Gehirn ist gerade so AFK. Aber zum Glück gibt es dafür alles Hilfen im Internet. Google Translate. Schere. SCI. Alter, wie der. Ist das Science Fiction hier? Scissor. Hätte ich geschrieben? Ist richtig. Gibt's noch nicht. Auf los, Ficky-Fick. Ah. Ja, um so zu suchen, bei 120 Seiten. 130 eher. Das ist ja Katastrophe. Kann nicht sein. Gibt's hier irgendwie Tools? Alle Gegenstände. Ne, Tools gibt's leider nicht. Oh, Automatic Component. Ja, was gibt's hier? Ach doch, da. Tools. Was ist das denn? Oh. Kenne ich noch gar nicht. Lol. Sollten wir mal probieren? Schere, Schere, Schere. Flintenstiel haben wir schon mal da. Ist aber nicht da, was ich gerade suche. Als ob es hier keine Schere gibt. Schraubenschlüssel. Ja. Vielleicht wird ein Ding. Ach, French. Okay. Ah, jetzt doch. Schere. Shears. Das ist ja ein richtiges Rezept. Und wenn ich dann suche, gibt es noch was anderes? Ja, hier gibt es noch eine. Und da brauchen wir bloß einen Stock. Wir probieren einfach mal beide. Weil es Spaß macht. Dankeschön. Brauchen wir. So. Entfertigungsraster. Her damit. Entfertigungsraster. Her damit. Bam, bam. So. Immer noch nichts. Das war falsch. Das. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir probieren es erstmal selber. Hier kommt nach da oben. So, dass wir sofort merken, wenn wir irgendwelche Tablets bekommen.
Okay, das Ding ist ja super langsam. Und es wird auch nicht abgenutzt. Und wir bekommen gar keine Saplings. Ah doch! Okay, dann haben wir mal Saplings bekommen. Aber das Ding ist super langsam. Ah! Und wir bekommen auch Sapling. Okidoki. Dann probieren wir mal beide. Hey. Erst du? Die folgenden Sendungen verziehen sich um 3 Stunden. Das dauert ja ewig her. Es klappt! Ja, da hat man es gerade wieder gesehen, dass in den Blättern auch ein Sapling drin war. Okay, das heißt, mit dem Ding klappt es schon mal. Sehr gut. Wie viele sind drin? 4 sind drin. Ja, mit dem klappt es auch nicht. Okay, das heißt, man braucht diese ganz eine spezielle Schere. Mit der klappt es, mit allem anderen nicht. Ah, nee, doch, guck mal, das ist auch ein Sapling. Oh. Okay. Okay, das heißt, mit Scheren funktioniert es. Und nur mit Bare Hands funktioniert es nicht. Das macht aber überhaupt keinen Sinn. Warum ist das so? Ich gucke jetzt nochmal. Beziehungsweise wir lassen es einfach mal laufen. Hier, renn damit. Whatever. Das klingt ja sehr abstrakt. So, dann räumen wir nämlich mal kurz unser Inventar auf und dann gucken wir mal danach, wie es denn danach aussieht. Du kannst da rein. Alles andere nicht. So viele leckere Sachen hier. Du kannst noch da. Genauso wie du und du und du. Und du. Und du. Es klappte doch, es dauert nur ewig scheinbar. Das heißt, das funktioniert. Kann sein, dass verschiedene Werkzeuge verschiedene Wahrscheinlichkeiten haben? Wie gesagt, hier ist ja keine Ahnung, wie viele Tausend die schon durchgegangen sind. Ach, guck mal, das ist wieder einer. Da war gerade wieder einer. Jetzt sind es schon 3. Also es scheint zu funktionieren. Nur wesentlich langsamer, als ich dachte. Das ist ja interessant. Ey, lass mich in Frieden. Ja, also es wäre eine Option, an Sam ranzukommen, aber es geht doch langsamer, als ich dachte. Wesentlich langsamer, als ich dachte. Scheint ja vielleicht doch pro Werkzeug eine verschiedene Rarität zu geben. Und mit dem einen Werkzeug, mit dem hier, mit dem ging es ja relativ schnell. Machen wir hier nochmal raus. Da schon der erste. Vor allem sieht man auch, dass dort immer, wenn ein Sapling kommt, gleichzeitig auch ein Blatt kommt. Ohne dem Werkzeug ist es entweder Sapling oder Blatt. Das heißt, dann muss es schon irgendwelche Unterschiede geben.
Der ist verrückt. Wer macht denn sowas? Da wieder. Alles doch tatsächlich nicht viel schneller. Na gut, dann lassen wir das mal laufen, I guess. Wobei mittlerweile haben wir ich weiß ja nicht, ob uns das so weiterbringt. So, der kann da rein. Blumen. Kann man da rein. Haben wir wirklich mittlerweile alle Blumen? Ich glaube, es gibt 8 Stück, ne? Wie fahren das? Ach so, ja klar, die können wir ja gar nicht sehen, weil man daraus ja keine, also man kann ja Blumen nicht bauen. Deswegen tauchen die auch hier im Menü nicht auf. Verdammt. Was? Wird. Warum haben wir nur 4 Seiten? Hä? Wir sind hier immer noch im Filter drin, kann das sein? Ja, okay. Da geht also doch. Aha. Geht doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 Stück sind es. Genau. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, wir haben alle Blumen. Nice. Und alle auch relativ häufig. Ich packe die Blume hier unten hin, damit wir immer so einen kleinen Überblick haben. Ungefähr so. Nice. Ich glaube, ich baue die Maschine wieder ab. So viel bringt es jetzt eh nicht. Hatte gedacht, dass das stotzt jetzt hier vor allem. Hätte ich gedacht, geht ein bisschen schneller. Aber dem ist wohl nicht so. Was ein bisschen schade ist, aber auch nicht weiter schlimm. Wie gesagt, wenn wir mal Saplings brauchen sollten, können wir ja einfach ein paar produzieren. Mit dem altbewährten Trick. Von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Aber zumindest haben wir jetzt schon mehr als davor. Also ist das doch schon mal zumindest schon mal gefunden. So. Dann würde ich mich jetzt tatsächlich doch nochmal auf der Suche nach Pfeffer begeben. Ich glaube, am Spawn war keiner. Da. Oh, aber noch mehr Saplings. Ja, egal. Hier haben wir Minzsamen. Haben wir da? Aber nichts mit Pfeffer. Warum haben wir keinen Pfeffer? Weil ich glaube, den gibt es hier beim Markt.
Nur wir haben. Guck mal, hier gibt's doch Pfeffer. Wieso haben wir denn keinen mitgenommen? Verstehe ich nicht. Das heißt, wir brauchen. Gibt's mal eine Fünferform? Hallo, Fünfer? Da. Wie viele nehmen wir mit? Ich finde mal. Warte mal kurz. Nee, wir haben immer nur einmal, ne? Ja, dann nehmen wir hier auch nur dreimal. Was? The owner's the owner. What the fuck, dude? Hä, Smart Shop by Walker Stock is unlimited. Warum ist denn da. Was ist. Was habe ich denn da schon wieder gemacht? Ist ja alle kriminell hier, okay. Oh, ich glaube, wir gucken in der nächsten Folge. Bis dann.